willkommen an der ELS. Wir zeigen euch heute unsere Schule. Wir sind zwar auch erst seit August hier, aber sind schon viel herumgekommen und das wollten wir euch heute mal zeigen. Los geht's! Ich habe mich für die ELS entschieden, weil sie es sah zwar erstmal groß aus, aber die Lehrer und so waren auch nett und ich hatte halt einen guten Eindruck von der Schule. Also ich hatte auch eine Gymnasium-Empfehlung und ich fand diese Schule hier ganz toll. Am Tag der offenen Tür da wusste ich gleich, dass ich hier hin wollte. Wir stellen gerade die Schüler vor und wir hatten eine Frage. Warum kommen denn Schüler zu Ihnen ins Sekretariat? Wenn ihr ein Pflaster braucht oder ein Kühlakku oder auch wenn es euch nicht gut geht, könnt ihr auch von hier zu Hause anrufen. Und da versuche ich euch immer zu helfen. Okay, danke schön. Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt noch zur Schulleiterin. Hallo. Ja. Hallo. Wir führen gerade durch die Schule für die neuen Viertklässler. Und, ja, wir wollten mal bei Ihnen vorbeischauen. Was hat sich gerade gesagt? Mensch, oder? Ja, ich glaube, das ist irgendwas mit Naturwissenschaften. Lass uns mal beginnen. Okay. Also, dass wir neue Fächer bekommen haben, dass wir auch neue Lehrer haben. Hier ist es etwas stressiger zu lernen und es sind viele Hausaufgaben, aber sonst eigentlich nichts. Hier werden wir auch nicht abgeholt, aber es ist eigentlich auch ein bisschen besser. Dass alle Schüler super sympathisch sind und auch Lehrer. Dass die Lehrer hier nett sind und man auch Verständnis für die Schüler hat. Dass ich neue Freunde gefunden habe. Boah, ich weiß nicht, was ich hier holen soll. Ich auch noch nicht. Aber das sieht lecker aus. Ja, stimmt. Kann ich mal gucken. Weißt du, was es zum Mittagsmenü gibt? Nee. Guck mal.
machen wir an der Schule auch ein Völkerballturnier und ein Gefängnisballturnier. Auch Weitlaufmeisterschaften. Aber natürlich machen wir auch alle anderen Sportarten an der ELS. Und in der 7. Klasse kommt noch was richtig Cooles, und zwar die Skifreizeit. Ich kann aber nicht Skifahren. Das ist nicht schlimm, das lernt man da auch. Die Abschlussfahrt war nach Barcelona. Barcelona, das ist doch gar nichts. Die waren schon in Finnland, Italien und Reunion. Die ist sehr groß. Großartig. Schön. Super. Groß. Das kann ich nicht. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt einen guten Eindruck von unserer Schule bekommen. Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr auch hier an der ELS. Cheese!